Der Wachmeister kam und dann sagt: Zabalatte, machen Sie sich fertig. Bitte, du kannst mich mal. Machen Sie sich fertig. Der Kreuz dauert nicht lange, kann man wieder, machen Sie sich fertig. Ich sage, was ist denn? Wo soll es denn hingehen? Sie sollen sich fertig machen. Ja, ja, ich habe Zeit, mal ruhig. Der alte Mann ist kein D-Zug. Und ja, der kam viermal. Und dann war ich mal fertig. Dann hat er gesagt, nehmen Sie Ihre Sachen und folgen Sie mir. Ich bin hinterher. Und dann auf die Kleiderkammer. Da hat er gesagt, hier geht der Sack, geben Sie hier ab. Ihren Beutel geben Sie hier ab und dann ja, in die nächste Zelle. Ja. Dann war ich dann 2 Stunden, dann kam der nächste. Dann kam noch einer. Puh. Da muss das nicht hingehen. Da haben wir uns dann gefragt. Ja, irgendwo anders hin, in einen anderen Knast. Ja. Ein älterer Herr, der hat gesagt, Jungs, das geht nicht in einen anderen Knast. Ihr werdet entlassen. Ach, werde ich entlassen. Ich sag, bist du denn verrückt? Entlassen, die werden uns entlassen. Naja, und dann haben sie uns da wieder in den Sankai verfrachtet und haben uns von Brandenburg nach Berlin gebracht. Auch genau dahin, wo ich als Untersuchungshäftling war. In der Magdalenenstraße. Ja. Magdalenenstraße, wen treffe ich? Ein Schließer. Habe ich doch gewusst, hat die gesagt, dass ich dich wiedersehe. Der hat ja nicht gewusst, was da läuft. Das haben die ja alle nicht gewusst. Ne? Die kleinen unteren Dienstgrade haben das alle nicht gewusst, was da läuft. Ne? Habe ich doch gewusst, dass ich dich wiedersehe. Naja, ich habe darauf nicht geantwortet, da klar war doch. Und dann waren wir da eine Zeit lang. Und dann hat es ja heißen, ihr dürft euch Essen bestellen. Was wollt ihr denn essen? Oh, da bin ich wach geworden. Ich dachte, es läuft doch in eine andere Richtung. Naja, und dann haben sie uns noch ein bisschen aufgepäppelt. Na? Und dann eines Tages sind wir dann einzeln geholt worden. Und dann waren da 3 Stasi-Offiziere, Hochoffiziere. Und haben gesagt, sie werden entlassen. Das ist doch gut, okay. Wo wollen Sie hin? Sag ich, was heißt, wo wollen Sie hin? Sag ich, normal. Ist das eine Frage? Sag ich, mit nach Hause? Nein. Es geht auch anders, hat er gesagt. Sie können auch nach Westdeutschland. Das war für mich gar kein Gedanke an was anderes. Da habe ich sofort gesagt, ja, sofort. Ja? Da gab es keinen anderen Gedanken. Als wie nach Hause oder was? Nee, da gab es keinen anderen Gedanken. Nach Westdeutschland. Obwohl ich nicht wusste, was mich hier erwartet. Ich kannte ja niemand. Ne? Das hat aber alles nicht interessiert. Weg davon. Ne? Und zwar weit weg.